Herzlich willkommen zur Europazeit, dem Europa-Talk aus der Europäischen Akademie Berlin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gast ist Susanne Schmidt. Sie ist Geschäftsführerin von Media Antenne Berlin-Brandenburg. Hallo, Frau Schmidt. Hallo, was guten Tag. Ist Media Antenne Berlin-Brandenburg? Das klingt so ein bisschen wie ein kleiner privater Radiosender. Genau, und ich muss gleich sagen, ich bin sehr froh, dass ich ab Januar, dass wir nicht mehr so heißen, sondern dass wir Creative Europe Desk heißen. Die Media Creative Antenne, Europe Desk. Genau, das klingt doch schon sehr viel besser. Ja. Die Media Antenne heißt so, weil sie ein regionales Büro ist. Es gibt die Media Desk und Antennen in jedem europäischen Land. Und die sind zuständig für Informationen und Beratung rund um das Mediaprogramm, das es seit gut 20 Jahren gibt. Wir hatten letztes Jahr großes Jubiläum und das Mediaprogramm ist ein Förderprogramm für die europäische Film- und Medienindustrie. Und es wird eine ganze Bandbreite gefördert von Kinos, die unterstützt werden für das Zeigen von europäischen Filmen. Es wird die Entwicklung von Filmvorhaben unterstützt im europäischen Rahmen. Es werden Festivals, Co-Produktionsmärkte unterstützt und Weiterbildung für europäische Filmschaffende. Also eine ganze Bandbreite, sehr vielfältig. Also Medienberatung heißt nicht, dass ich anrufen kann und fragen, was nächste Woche im Fernsehen kommt. Aber ich könnte anrufen und sagen, ich möchte einen Fernsehfilm machen, unterstützen Sie mich dabei? Und was wäre dann Ihr Kriterium, mich bei einem solchen Vorhaben zu unterstützen? Erstes Kriterium ist Ihr Vorhaben dazu geeignet, die Landesgrenzen zu verlassen? Wir fördern oder das Mediaprogramm fördert... Ist ja in Berlin nicht so schwierig. Keine Vorhaben, die sozusagen im deutschen Sprachraum bleiben. Ach, diese Landesgrenzen, sondern ja. Es geht um Vorhaben im Film- und Fernsehbereich, die dazu geeignet sind zu reisen. Und genau das ist sozusagen das Kernziel des Mediaprogramms, Filme zum Reisen zu bringen und in anderen Ländern sichtbar zu machen. Das heißt, ich komme mit einer Idee zu Ihnen und sage, ich habe einen tollen Film, Mann liebt Frau oder sowas, und der spielt in Berlin, dann sagen Sie nein. Und wenn ich sage, der spielt in Berlin, Warschau und Paris, dann schauen Sie sich's an. Das ist genau das, was man ein bisschen unter Europudding versteht. Und ich würde mir die Geschichte genauer angucken. Europudding. Ich würde mir die Geschichte genauer angucken. Und eine Geschichte, die in Berlin spielt und vielleicht nur in Berlin spielt, kann unter Umständen besser reisen als eine Geschichte, die überall in Europa spielt. Also an verschiedenen Schauplätzen zu spielen, heißt nicht unbedingt, dass dabei ein Film rauskommt, den viele Menschen in Europa lieben werden und der ein großes Publikum findet. Also Aha. Oft sind es ja die ganz kleinen, sehr speziellen Geschichten, die ganz im Lokalen verankert sind, die weiterreisen als Geschichten, die überall und nirgends spielen. Verstehe, das heißt, Ihr Interesse ist, dass hier Filme produziert werden, die dann auch in anderen Ländern Zuschauer finden und etwas über uns erzählen? Oder warum, was ist der Antrieb für diese Filmförderung? Der Antrieb ist sozusagen die Vielfalt der europäischen Filme, die Vielfalt dessen, was in Europa erzählt wird, in visueller Form sichtbar zu machen. Und oft ist es so, dass Filme nicht reisen, dass sie nicht die Landesgrenzen verlassen, sondern dass sie einfach in Deutschland, in Österreich, in Kroatien irgendwie bleiben. Und man braucht Förderung, um sozusagen den Film zum Reisen zu verhelfen und das zu unterstützen, dass man in anderen Ländern einfach diese Filmvielfalt auch sehen kann. Also zum Beispiel in Berlin würde es viele europäische Filme im Kino überhaupt nicht geben, wenn nicht das Mediaprogramm Kinos dabei unterstützen würde, einfach europäische Filme zu zeigen. Aber ist das nicht einfach eine Verzerrung des Marktes? Also man könnte doch auch sagen, wenn der Film gut ist, findet er sein Publikum, und wenn er sein Publikum nicht findet, dann ist er nicht gut. Warum braucht man dann so eine spezielle Förderung? Erstens mal ist Film nicht eine normale Ware, wie andere Waren auch.
Und natürlich ist es eine gewisse Marktverzerrung, aber das ist auch sozusagen gut so, weil also Film ist sozusagen nicht nur kommerziell zu betrachten, sondern ist einfach ein Kulturgut und erzählt was über die kulturelle Identität und muss in dem Sinne auch unterstützt werden. Und also Film ist ein sehr, sehr riskantes Geschäft. Es gibt kein Rezept, was Ihnen sozusagen sagen würde, der Film macht auf jeden Fall mehrere Millionen im eigenen Land und europaweit, sondern jeder Film ist ein Einzelstück. Insbesondere das sogenannte Arthouse-Kino in Europa, also wo es jetzt nicht darum geht, den fünften Hobbit-Film zu machen oder die sechste Folge von Kein Ohrhasen, sondern es sind ja oft sehr spezielle Geschichten, die sich auf eine besondere oder auch kritische Weise mit dem beschäftigen, was politisch, geschichtlich, sozial in dem jeweiligen Land los ist. Das heißt, Sie fördern keine Filme, die sowieso erfolgreich sind. Also Sie würden jetzt nicht James Bond fördern. Das ist ein sehr, sehr kritischer Punkt. Es gab auch schon James Bond-Filme, glaube ich, wo an irgendeinem Punkt Mediaförderung dabei war. Wenn ein Film sozusagen die Kriterien erfüllt, und inhaltlich und von der Konstellation her, also es wird nicht nur auf den Inhalt geguckt, sondern auch auf die Konstellation, wer macht den Film, wer wirkt irgendwie mit, dann kann es auch sein, dass mal ein sehr kommerzieller Film an irgendeinem Punkt Mediaförderung dabei hat. Aber das kommt eigentlich eher selten vor. Bei der klassischen Filmförderung ist es ja so, dass damit die Produktion eines Filmes unterstützt wird und wenn der Film dann erfolgreich ist, dann wird diese Förderung zurückgezahlt. Ist das bei Ihnen auch so? Kriegen Sie Geld wieder? Also bleiben wir bei dem Beispiel, Sie fördern James Bond, der spielt Millionen und Millionen ein. Sehen Sie dann Ihr Geld wieder oder ist das in jedem Fall weg? Grundsätzlich werden die Mittel vom Mediaprogramm als reine Subvention vergeben. Es gab auch schon mal Zeiten, es gab ein Mediaprogramm Media Plus, da gab es ein kompliziertes Verfahren, wo man das Geld wieder reinvestieren musste nach Produktionsbeginn. Aber es ist auch so, dass Media fördert keine Produktion. Media fördert die Entwicklung, den Vertrieb von Filmen und fördert ganz viel eben rund um Professionalisierung, also die Weiterbildung von Produzenten, die Weiterbildung von Talenten. Also es gibt Shooting Stars, das ist ein Programm, was europäische Schauspieler promotet und fördert. Es gibt ganz viele Festivals, zum Beispiel in Berlin das Interfilm Festival, in Dresden das Kurzfilm Festival in Dresden, auch viele Dokumentarfilmfestivals, die unterstützt werden. Und Produktionsförderung wird sozusagen von Yuri Marsh abgedeckt. Das ist das Programm des Europarates. Und es werden keine riesigen Summen vergeben für Filmvorhaben. Also die großen Summen aus dem Programm gehen dann eher in Technologieförderung. Mhm. Die gibt es auch, Pilotprojekte. Die Abwicklung wäre so kompliziert und so kostenintensiv, dass man gesagt hat, es ist besser, es lohnt sich überhaupt nicht, es ist ein wahnsinniger Aufwand für alle Beteiligten. Und man hat gesagt, nein, es ist sinnvoll, das einfach als Subvention zu vergeben und damit die Entwicklung von internationalen Projekten einfach anzukurbeln. Und viele kleinere Länder profitieren vor allen Dingen davon, also Länder, die nicht so gute Förderstrukturen haben, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich und die auch, sage ich mal, durch die geschichtlichen Entwicklungen der letzten Jahre nicht so gut ausgestattet sind wie Deutschland. Das Ganze ist ja ein Schutzprogramm, wenn ich das richtig verstehe, der Europäischen Union für den europäischen Film, um auch europäische Identität zu erhalten und zu fördern. Mhm. Wenn wir jetzt die Freihandelsgespräche mit den Vereinigten Staaten führen, könnte es sein, dass dieses Schutzprogramm, wir haben ja noch keine Ergebnisse und werden die so schnell auch nicht bekommen, aber besteht die Gefahr, dass diese Schutzprogramme einem solchen Freihandelsabkommen zum Opfer fallen?
die Gefahr besteht durchaus. Und ich sage mal, also Europa hat auf jeden Fall einen Teilerfolg errungen. Das haben wir vor allen Dingen auch Frankreich zu verdanken, die sich unglaublich dafür eingesetzt haben, dass sozusagen Audiovisuelles und Kultur ausgenommen wird. Da ist es dann auch immer wieder erstaunlich, welchen Schulterschluss es von Kulturschaffenden einfach über ganz Europa hinweg gibt. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, diese kulturelle Ausnahme durchzusetzen, weil letztendlich würden, ich glaube, sogar beide Seiten nicht besonders davon profitieren. Also es gibt ja dieses Statement von Wim Wenders, der auch sagte, letztendlich würde das auch zulasten von Hollywood gehen, weil es kommt, also das europäische Kino ist einfach ein Nährboden für auch Kinoästhetik und Filmästhetik, die sich weiterentwickelt, und Nährboden für Geschichten. Und das würde wirklich wegbrechen und auf der anderen Seite auch ein Manko bedeuten. Frau Schmidt, unsere Zeit geht leider schon zu Ende, aber Sie sind ja auch Filmwissenschaftlerin. Hat der europäische Film eine Zukunft? Auf jeden Fall. Also ich finde, es lohnt sich, sich für den europäischen Film einzusetzen, und ich finde, es lohnt sich, für ins Kino zu gehen, um europäische Filme zu sehen. Also das Kino hat auch eine Zukunft? Das Kino hat auf jeden Fall eine Zukunft, wobei ich auch finde, dass es Sinn macht, die Filme so breit wie möglich und so vielen Leuten wie möglich auch online zur Verfügung zu stellen. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir könnten noch lange weitersprechen. Es war, glaube ich, ein wichtiger und interessanter Aspekt, nämlich europäische Kultur- und Filmförderung, die auch hier in Berlin und Brandenburg stattfindet. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Dankeschön. Susanne Schmidt. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch die Woche. Nächste Woche heißt es wieder Europazeit. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön und auf Wiedersehen.